Gut. Das Gewehr, das nehmen wir mit. Dankbarst nehmen wir das mit. Und schauen uns erstmal weiter um. Da drüben scheint nichts weiter zu liegen. Okay. So, dann gucken wir mal, wo wir hier hingeführt werden. Ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt kein Zombie mehr ist, nachdem Barry hier auch durchmarschiert ist mit seiner Monsterwumme. Aber irgendwas stimmt da nicht ganz, auch bei Barry. Der verheimlicht uns etwas und was das ist, werden wir später noch rauskriegen. Das Wasser funktioniert anscheinend noch. Gut, sie ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen, ja bitte. Das ist noch wie im ersten, wie im Originalspiel. Wow, das aber nicht! Was? Alter! Tritt ihn! Ja, danke. Ich wollte jetzt nicht auf dem engen Raum gegen den kämpfen. Sehr gut. Gefällt mir. Sie ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Du hast auch gerade reingereiert, Mädel. Es ist klar, dass die jetzt dreckig ist. Aber gut, was soll's. Ein Dolch. Wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, was im Original an der Stelle ist. Ich glaube, ein Schlüssel für einen kleineren Raum, der auch bloß einmal zu benutzen ist. Okay. Man hat sich also bemüht, als man die GameCube-Version gemacht hat, da ich mal annehme, dass es in der GameCube-Version alles genauso sein wird. Man hat sich also bemüht, auch für diejenigen, die Resident Evil gespielt haben, das Spiel nochmal überraschend und abwechslungsreich zu halten. So verstehe ich das jetzt mal. Wir haben den Dietrich verwendet. Oh, er ist zum ersten Mal hilfreich. Gibt es hier drüben noch eine Tür? Ja. Die schauen wir uns gleich an. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte erstmal hier schauen. Genau, die Tür hier drüben, die untersuchen wir erstmal. Ist das die? Moment, nochmal kurz schauen. Hä? Ach so, das drüben war ja das Bad, ja klar. Ich habe mich gerade gewundert, was das für ein Raum ist, der da schon als ausgefüllt eingezeichnet ist. Ich höre einen Hund. Lauf, 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 lauf! Ich weiß nicht in welche Richtung, aber wir laufen. Okay, er ist noch nicht da. Die Chemikalie... an sich könnten wir die schon einsacken, aber ich habe das Problem, dass ich keinen Platz mehr im Inventar habe. Oh, was mache ich denn da? Ich weiß es nicht. Ja, komm, wir nehmen es mal mit. Die Kräuter müssen wir jetzt hier lassen. Wir haben keinen Platz mehr. Auf jeden Fall wissen wir, hier gibt es noch eine Ecke mit ganz, ganz vielen Kräutern. Die kann auch sehr hilfreich werden. Jetzt bräuchten wir eigentlich erstmal unbedingt eine Truhe wieder. Das Blöde ist, die andere Truhe, die ist natürlich an der Stelle postiert, wo wir jedes Mal an zwei Zombies vorbei uns hangeln müssen, hechten müssen. Nein! Das ist immer noch so, ich hasse euch dafür. Ich habe diese Stelle immer schon gehasst. Lass mich mal in Ruhe, Hundi. Ich habe sie schon... Ja, lass mich doch mal! Ich bin doch... Nein! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Ich muss mal kurz hier... Ich muss mal so einen Dolch ausrüsten. Nein, warte mal, die sind ausgerüstet? Wieso konnte ich den dann gerade nicht benutzen? Auf! Nein! Lass das! Lass das! Lauf! 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 Und dein Leben in! Lauf! 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 Gott verdammt! Sie haben den Schwertschlüssel verwendet! Gott sei Dank haben wir den! Junge, Junge, Junge! Das war ganz und gar nicht souverän! Das hätten wir besser lösen können. Ich geb's zu. Ich geb's zu. Ja, das war nicht so gut. Ihr dürft jetzt von mir auch kein Pro-Gaming erwarten. Das sag ich mal so, ne? Oh, Jill. Hey. Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Lass uns doch zusammenbleiben, bitte. Gut, das war ein äußerst ertragreiches Gespräch. Irgendwas gefunden? Nein. Also suchen wir weiter. Na gut. So, ich gehe aber erstmal... Warte mal, wo waren denn die zwei Kräuterchen? Die waren oben. Wir gehen oben lang. Ich will die zwei Kräuter, die ich in dem einen Gang noch habe, mit einsacken. Diese Tür, über die könnte ich mich immer noch aufregen.
gut. Nee, die zwei Kräuter, die müssten ja hier oben, dort wo die Pfeilspitze war, gewesen sein mit. Die will ich mir mal noch kurz mit einstecken. Und dann können wir uns zumindest erstmal wieder auf ein grünes Level heilen. Auch wenn ich eigentlich ungern zwei Kräuter jetzt benutze. Zwei grüne Kräuter, meine ich. Aber wir haben jetzt gerade nichts anderes zur Hand. An die roten Kräuter kommen wir nicht ran und eine Kiste haben wir hier halt blöderweise auch nicht. Oder ich habe sie einfach bisher übersehen, ich weiß es nicht. So, die war von der anderen Seite verschlossen, okay. Das war nicht mit mit Schwertschlüssel. Och nee, der dreht sich jetzt schon um, ernsthaft. Na komm, da kommen wir noch durch. Jawohl. Das funktioniert. So, hier, das wollte ich noch sammeln. Ach nein, stimmt ja. Wir müssen ja erstmal irgendwie ausmisten. Können wir eigentlich die Farbbänder wegschmeißen? Nein. Okay, wir haben ein großes Problem. Ich habe einfach zu viel Zeug dabei. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich habe echt keine Ahnung gerade. Oh, ist das ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Oh nein. Oh, ich brauche unbedingt eine Kiste. Wo kriege ich denn jetzt eine Kiste her? Kommen denn die Krähen hier rein? Da oben. Bleibt, wo ihr seid. Bleibt auf eurer Stange. Wo waren die denn vorher, mal so als Frage? Oh Mann. Ich dachte gerade schon, was ist denn das für ein Geschrei hier? Na gut. Lassen wir die erstmal, wo sie sind. Kenneth liegt immer noch und, ja, ihm ist immer noch was an die Gurgel gegangen. Ich glaube, ich gehe mal speichern. Aber ich gehe auf einem neuen Speicherplatz speichern, weil es halt echt scheiße aussieht eigentlich gerade. Ne? Also ich brauche ganz dringend eine Kiste. Und ich habe keine. Es sei denn, hier ist eine und ich habe sie halt noch nicht gesehen. Das kann schon sein. Ein großer Schmutz verkrustete Krug. Nein, den will ich nicht. Nein, auch das will ich nicht. Auch wenn wir es gerade sowieso nicht aufheben können. Ich hätte die Chemikalie einfach liegen lassen sollen, glaube ich. Ihr müsst doch eine Truhe bereitstellen neben die Schreibmaschine, oder? Ne, warte mal. Ist hier vielleicht daneben eine und man sieht die bloß schlecht? Ne. Nichts dergleichen. Na gut, dann speichern wir mal. Und nehmen das so hin. So. Speichern beendet. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin, wie immer. So, da drüben ist die andere Schreibmaschine. Über die kommen wir auch bloß im ersten Stock, über den Weg im ersten Stock rein. Denn wir kommen ja wahrscheinlicherweise nicht mehr durch die Tür zurück, die wir da benutzt haben bei der Schreibmaschine. Ah, da steht es auch mit dran, Schreibmaschine, Inventarbox. Okay, also wenn da eine Inventarbox ist, dann steht es mit dran. Gut zu wissen. Wir sind trotzdem gerade ganz schön aufgeschmissen. Beziehungsweise ich bin es. Das mit den Hunden hat mir echt den Rest gegeben, aber ich habe nicht mehr dran gedacht, dass es diesen Scheißgang noch gibt. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, im ersten Teil konnte man den Hunden ein bisschen besser ausweichen. Ich sage immer im ersten Teil, im Originalspiel, das will ich sagen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, okay. So, die müsste doch aber... Ach nee, die hat ein Rüstungssymbol gehabt. Ah, shit. So, ich eier übrigens deshalb so rum, weil mein Steuerkreuz, ja, der Controller ist nicht jetzt der allerteuerste und das Steuerkreuz ist ein bisschen, es neigt dazu, auch zur Seite abzudriften, wenn man einfach nur nach oben drückt. Oh, hier unten geht's rein, okay. Bitte gib mir eine Kiste, bitte. Aber wir kommen jetzt schon in den Keller? Oh nein, ich hör's doch schon. So, aber zumindest können wir hier den Gegnern ausweichen. So, die Frage ist nur, wo ist der? Ist der hier? Auf den Tellern wimmelt es von Maden. Ja, ich glaube, hier wurde irgendwie fluchtartig alles verlassen und man hat dann nicht nochmal, hat sich dann nicht nochmal drum gekümmert, hier irgendwie aufzuräumen. Der Kollege da gefällt mir nicht, muss ich mal so sagen. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet, aha.
Ansonsten kommen wir ja erstmal nicht weiter. Ich trau dem Kerl nicht. Er steht doch garantiert wieder auf. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal. Hier liegt noch ein Dolch. Okay, her damit. Ansonsten gibt es jetzt hier erstmal nicht viel, wie mir scheint. Ein Stück Fleisch unbekannten Ursprungs. Mmh. Wie wunderschön. Ja, ansonsten scheint die Küche jetzt erstmal nicht weiter interessant für uns. Also gehen wir wieder. Was? Oh nein! Mädchen, schmeiß dich doch nicht immer hin, Mensch. Darf ich? Dankeschön. So, von welcher Seite kommt er denn? Von dieser, das ist schön. Gut, wir haben ja hier zum Glück einen dankbaren Raum, also wir können den hier ohne Probleme umgehen. Aber was sie mir hier an den engsten Stellen immer Zombies entgegenwerfen, ich weiß ja nicht. Vor allen Dingen auch hier mal wieder aus einer Richtung, wo wirklich keiner mehr steht. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. So, die Türen, das war Helmsymbol, ne? Ich weiß aber nicht so richtig. Brauchen wir das Schwertsymbol noch irgendwo, den Schwertschlüssel? Ich glaube nicht, ne? Dann könnten wir eigentlich mal versuchen, ein bisschen Schindluder mit den Schlüsseln zu treiben. Aber das kann ich nicht machen. Ich muss erst... Ah, nee. Dieses blöde Inventar, Mann. Warum haben die hier keine Kiste hingebaut? Das ist doch ärgerlich. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche eine Inventarkiste. Ich komme sonst erstmal nicht weiter. Das heißt also, ich muss jetzt nochmal wohl oder übel zu der Kiste zurückgehen. Das ist Mist. So, kann sein, dass wir jetzt dabei getötet werden. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kommen wir ja durch. Wir schleppen uns ja jetzt schon eine ganze Weile hier im roten Zustand durch die Gegend. Also es geht ja. Erstmal. So ein bisschen. Mitchell? So, war hier jemand? Ich weiß es nicht mehr. So, da war Rüstungssymbol, okay. Die Tür war auch zu, ne? Ja, auch Rüstung. Ich glaube, an den Raum kann ich mich noch... erinnern, hier mit der Stahltür. Bin mir aber nicht mehr so sicher. So, war das hier? Muss ja, der andere sieht ja nicht so aus, als ob er... Ja, ja, das ist der. Das ist der Raum mit dem Zombie. Vielleicht töten wir den jetzt. Ah, den habe ich schon getötet, ne? Den oberen? Nee, habe ich noch nicht. Das mache ich jetzt erstmal. Der stört mich nämlich ungemein hier. Sauber. So gefällt mir das. Bitte öfter mit Headshots und zerplatzenden Köpfen. Finde ich gut. Ja, ja, du bist auch gleich dran da unten. Das ist so wahnsinnig laut, als würde er direkt neben mir stehen. Warum ist er mir schon so zugewandt? Ja, 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 ja. Ganz ruhig bleiben. So, zumindest sind wir jetzt erstmal hier in Sicherheit. Eigentlich müsste ich hier jetzt gleich nochmal speichern. So, jetzt müssen wir erstmal eine dringend benötigte Not-OP durchführen und ich packe zu allem auch mal das Zeug weg hier. Treibstoffkanister. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich dieses Feuerzeug gefunden habe. Ich habe doch irgendwo ein Feuerzeug rumliegen sehen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Da hatten wir auch gerade volles Inventar. Oder zumindest wollte ich es nicht mitnehmen, weil ich bloß noch einen freien Platz hatte. So, nee, das lasse ich erstmal drin, denn wir müssen mal wieder hier verbinden. Ach Mann. Immer die falsche Taste. So, also ein paar Farbbänder haben wir ja noch. Es sieht ja jetzt nicht völlig schrecklich aus hier mit dem Zeug. Nein, die will ich nicht wegtun. Lass das mal bitte. Das Kampfmesser tue ich jetzt aber mal weg. Das ist so nutzlos, damit können wir eh nichts anfangen. Das nimmt nur Platz weg. Gut, ansonsten die Farbbänder. Ich lasse es mal gerade drin. Auf jeden Fall brauche ich das hier. Gibt es noch irgendwas, das wir brauchen? Sieht erstmal nicht so aus. Mit dem Holzsymbol weiß ich gerade eh noch nichts anzufangen. So, wieder mal gesund. Dankeschön. Ein tröstlicher Gedanke. So, und ich speichere jetzt auch nochmal hier. Das kann nicht schaden.
Wir haben überlebt bis hierhin, erstaunlicherweise. So, hatte ich schon mal erwähnt, dass ihr bei mir kein Pro-Gaming erwarten dürft. Gut, also haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Platz und ich habe eine Vermutung, wie wir weiterkommen, nämlich indem wir da einfach mal an der Stelle, wo wir ja den Schlüssel zwar nehmen, aber dadurch eine Falle auslösen konnten. Oh, du Drecksack! Oh, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. So, dann töte ich ihn aber mal. Oh, ich bin zu nah, verdammt, ich bin so ein Idiot. Nein, jetzt verschwende ich meine Dinger hier. Wisst ihr was? Ich lade das jetzt gerade nochmal. Das ist mir ein bisschen zu viel Dolchverschwendung gerade. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und versuchen es gleich nochmal, ohne von dem Vieh erwischt zu werden. Ich hoffe mal, das klappt diesmal besser. Und wenn doch, dann töte ich ihn diesmal vielleicht so, dass er nicht gerade an mir rumnuckelt. So, das war schon mal ganz gut. Ich will natürlich oben lang, weil der Weg unten ja immer noch ein bisschen schlecht passierbar sein könnte. Wie war denn das eigentlich mit den Räumen hier drüben? Der hat ein Rüstungssymbol. Okay, und ganz hin? War der offen? Ja, der war offen, aber der war wahrscheinlich... Gab's hier ein Feuerzeug? Das könnte sein, dass hier ein Feuerzeug drin war. Schauen wir mal. Hier war erstmal nichts. Ach nee, hier ist Helmsymbol. Okay, Rüstung, Helm. Geht klar. Na, geh weiter. Ich kann mir das gar nicht merken, wo jetzt Rüstung und wo Helm war. Also das ist mir ein bisschen zu durcheinander alles. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Mal sehen, ob ich den Weg zusammenkriege. Was war hier eigentlich? Die hat keinen Griff. Okay, stimmt. Wie sieht denn das auf der Karte aus mit der Tür? Die ist nur in die eine Richtung passierbar, okay. Und ich nehme an, wir können noch nicht auf der anderen Seite durchgehen durch die Tür, oder? Schauen wir mal kurz. Habe ich sicherlich schon gemacht? Nee, hier kann ich doch lang. Okay. Ach, hier ist das Feuerzeug. Alles klar. Ach nee, Hundepfeife? Eine Hundepfeife? Wofür? Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da meine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Okay. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollten Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. So, halten wir mal fest. Erstes Obergeschoss, Terrasse im Westen. Das wäre ja eigentlich hier, ne? Oder wo ist denn das? Westen? Ich weiß gar nicht, ob das hier... Doch, es ist nach Nord-Süd ausgerichtet. Oben ist ein Dingens mit drauf. Dann weiß ich jetzt gerade gar nicht, was damit gemeint sein könnte, weil es ja keinen richtigen Westraum gibt. Tja, wir behalten sie... Ich weiß halt nicht, ob ich die im Inventar behalten oder noch fix wegschaffen soll. Das ist die Frage. Ich traue mich eigentlich gar nicht, die hier zu lassen. Ah, hier ist auch das Feuerzeug. Okay. Gut, wenn wir jetzt so viel Zeug dabei haben, dann muss ich sowieso nochmal runtergehen und was wegschaffen. Und ich will dann gleich nochmal probieren. Ich glaube ja, der Treibstoffkanister war leer. Aber ich wollte mal probieren, ob ich das Ding füllen kann, das Feuerzeug. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.